Hallihallo, hier ist der Gusor wieder und er hat ein neues Dorf. Ich hab's endlich jetzt fertig. Die sind alle noch am Rumwuseln hier. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich meine neuen Kasernen jetzt überhaupt hingestellt habe. Geht euch garantiert auch immer so, dass er denkt, wo stehen jetzt die Kasernen? So. Ich habe noch einen Bauarbeiter. Wie gesagt, es wäre natürlich mega endgenial, wenn ich da irgendwann den fünften Bauarbeiter kriegen würde, weil ich da natürlich dann richtig Zeit sparen würde, auf jeden Fall. Machen wir wieder einen Angriff. Wir wollen ja auf jeden Fall, also ich will auf jeden Fall noch in Gold mit dem Push. Weil, wie gesagt, so oft pushe ich damit definitiv nicht. Und dann muss Gold auf jeden Fall drin sein. Ah, nett. Oh. Falle ich darauf rein? Nee. Wäre nett gewesen, aber ist mir ein bisschen zu tricky. Ich habe erstens den King nicht dabei. Und nee, das ist mir nicht wert. Da... Nee, mache ich auch nicht. Ich bin ein kleiner Schisser. Ja, dafür ist zu wenig Loot, dass man jetzt sagen würde, okay, komm, hier. Passt. Das Risiko nehme ich auf mich. Das ist einfach nicht der Fehler in der Teil der... Wie auch immer. Der Fall. So. Hier fasziniert mich doch der Loot auf jeden Fall. Falls ich da von oben reinkommen könnte. Ich probiere mal abzulenken ein bisschen mit Goblins. Ein bisschen. Hier, dass die sich hier so ein bisschen mit den Goblins, die ja wirklich günstig sind, sage ich jetzt mal, abspeisen lassen. Ja, geil, geil. So muss sein. Komm, nur ein bisschen mehr hier. Na, nu, du, du, du. So, und jetzt hier noch ein paar reingeballert. Nur bekämpft euch da endlich. Fertig hier. Wir haben noch keine Zeit. Wisst ihr da selber. So. Wir haben noch fast 100 Bogies, die jetzt hier von oben... Oh, nee, komm, das ist Selbstmordkommando. Das ist einfach... aber wir können das machen. Und ich wette, das hat sich gelohnt. Das, ich sag jetzt, das hat sich gelohnt. Ja, das geht. Also am Dunkeln natürlich nicht, aber die Spells sind nicht so teuer. Gucken wir mal kurz. 20, naja, knapp gelohnt. So. Und ich habe ihn auf jeden Fall geärgert. Haha. So, mal gucken. Ah, können wir gleich wieder angreifen. So ist das Leben. Nett, das Alex wäre nett gewesen, auf jeden Fall. Alter! Was ist denn mit ihm? Ja, bloß da sind die Truppen einfach. Ja, die sind einfach zu schlecht, klar. Oh, ich hätte gern den Bohrer. Oder den anderen? Nee, ich hätte gern den Bohrer. Krieg ich den Bohrer irgendwie? Hashtag, könnte ich den Bohrer kriegen? So, alles vorbereiten, dass der King raufgehen könnte. Komm, das kriegen wir doch hin, oder? Ja, doch, den... Den muss ich kassieren hier. Der muss auf jeden Fall drin sein. Und dann die Goblins rein und dann den Bohrer killen. Auf jeden Fall. Schön und ja genau. Magierturm, du beschäftigst dich bitte mit meinem King. Einwandfrei läuft. Nun mach hier bitte. Was soll der Mist? Zack ich hier.
Goblin Attack. Ja, gut. Immerhin. Wie gesagt, muss man das nehmen, was man kriegen kann, fertig. Also man braucht da jetzt auch nicht, Hanne, ja, es könnte ja sein, dass ich das und das noch kriege und sowas. Nein. Wie gesagt, einen festen Punkt, den eben fokussiert, kriegt man es hin, kriegt man es nicht hin. Das war's. Oh doch, 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 doch. Fast 1K Dunkles. Joa, auf jeden Fall. Das hat sich mal richtig gelohnt. Damit kommt man weiter. 104, das ist interessant. Da, definitiv Rathaus 9. King 12, passt. Magiertürme fallen halt auf jeden Fall. Aber dafür sind die X-Bows schon auf 3. Das ist mega nice. Super gut. Queen auf 10, einwandfrei. Das passt. Und hier eben Magiertürme vor den Lagern, genauso wie es meiner Meinung nach richtig ist. Das ist cool. Wie gesagt, auf jeden Fall Magiertürme hoch. Base Design, lecker, auf jeden Fall. Doch, passt. Base Design richtig, richtig gut. Rathaus 9, genau. Kann ich nicht meckern. Wie gesagt, Magiertürme hoch, dann Luftabwehr hoch, dann Bogietürme. Dass du die noch komplett maxt. Ansonsten sieht es richtig gut aus für Level 104. Nice. Kevin, weiter so. Auf jeden Fall. Sehr geil. Jetzt gucke ich mal. Wie lange geht der Boost noch? 46 Minuten. Naja, mal gucken. Wie weit war komme ich? Ich meine, wie gesagt, ich habe ja jetzt mittlerweile meine Base sogar schon umgestellt. Und jetzt ging es auch lootmäßig wieder ein bisschen zur Sache hier. Das ist dann doch auch nicht so verkehrt. Oh, ich werde aber langsam müde. Oh, wir haben es zwar erst kurz vor 8, aber ich glaube, ich werde heute früher ins Bett gehen. Das heißt, ihr werdet. Aber das werdet ihr ja dann gesehen haben, wie viele Videos es gab. Seid ihr ja dann schlauer als ich momentan. Ah, sehr gut. Ein Juwel gefunden. Das ist nice. Ich würde ansonsten gerne nochmal switchen, aber dafür reicht die Zeit nicht. Also sprich, wenn ich im Boost bin, bringt es ja nicht. Dann wäre es halt schade, wenn man den Boost verballert. Besonders wenn ich so viel Gems investiert habe. So, ich greife jetzt einfach nochmal an. Vielleicht nochmal schön Town Hall snipen. Ja, sehr geil. Sehr geil. Kriegen wir hier noch was? Lohnt sich gar nicht. Lohnt sich gar nicht. Hier eventuell reinkommen, aber ach. Das ist Utopie. Ja, nur kommen. Man will auch nicht zu viel Bogies verballern. Ich meine, das ist dann auch wieder Kohle. Also Elixier, was dann weggeht. Das muss auch nicht sein. Zack. Hauen wir nochmal einen raus. Und danach würde ich nochmal einen Check machen. Ah, nice Alex. Nice Alex auf jeden Fall, aber ist too hard for me. Oh. Aber das Risiko mit der Fläche. Die Base ist relativ schlecht zu überblicken. Und dann hat man doch mal mehr Fläche, als man denkt. Und dann bumm. Oh. Kobis weg. Oh, Bogis weg. Schade. Verloren. Das ist ja das nächste. Hier, den nehmen wir auf jeden Fall noch. Weil da kann so viel nicht stehen. Alleine weil er da noch Deko zu stehen hat, kann er da nicht irgendwelche Fallen am Start haben.
Und sogar noch. Lohnt sich. Na, nee, ein Blitz lohnt sich da nicht. Ich guck mal, ich guck mal, was der. Ich meine, dafür verballere ich jetzt zwar ordentlich Kobis, aber ich guck mal, was der hier noch in seinem Bohrer drin hat. Gar nichts. Gar nicht. Also 0,0, okay. Oh. Müde. Es kommt immer wieder mega Fragen, klar, logisch. Aber da muss ich auch irgendwo so fair bleiben, weil wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, also klar, werden auch, wenn ich gerade no time habe, werden logischerweise Mails, klar, brauchen wir nicht drüber reden. Also dann werden, ich habe ganz oft gar nicht auf den Burgencheck reagiert. Bloß wie gesagt, ich merke ja auch, oh, das interessiert euch doch. Dann guckt man halt eben auch rein, klar. Aber ansonsten wirklich wurden halt logischerweise viele Mails gelöscht. Aber wenn jetzt hier noch welche offen sind, sage ich mal, will ich natürlich auch erstmal ein bisschen den, ja, wie soll ich sagen, gerecht werden. Hier, ganz wichtig, nicht vergessen, da ist das Dunkle. Ja, und das waren 100 oder 120 Dunkles? Na, da sagt man nicht nein. Aber wenn der Rathaus 8 ist, dann hat der noch einen zweiten Bohrer. Der alte Sack. Ah, den hat er noch nicht gebaut. Schade. Oder sehe ich ihn jetzt einfach nicht? Aber wartet mal. Kriegt man nicht. Das hier snackt man doch auf jeden Fall weg. Hier, ohne jetzt groß mit der Wimper zu zucken. Und dann könnte es doch noch sein, dass man hier die. Ah, die Fläche ist relativ hart. Oh, jetzt holt er noch Loons raus. Nee, okay, gut. Aber warum hat er da auch sein Gold zu stehen hier? Das will mir noch nicht so ganz in der Platte hier. Ich meine, er hat einfach mal sein Gold hier draußen zu stehen. Ist jetzt ein bisschen untypisch. Ich meine, das waren 50k, oder? Die ich jetzt nochmal gezogen habe. Nett. Ja, jetzt ist das Ding gelutscht. 60k Gold. K Gold. Ist ganz in Ordnung. Wären theoretisch vier Mauern. Aber ich will ja jetzt nicht mehr in Mauern rechnen, sondern ich kann jetzt wieder andere Sachen upgraden. Ich guck mal gerade, ob ich noch irgendwas. Ah, oh, ich kann noch ganz viel. 8 Stunden. Nö, hier kommt erstmal Minenwerfer reinballern. Ja klar, ich dachte mir schon mal, ah, was ist mit den ganzen Mauern los? Hier sind so viele Mauern. Aber klar, ich hatte halt noch die ganzen Dev-Gebäude noch gar nicht gebaut. Klar, die ziehen natürlich dann nochmal ordentlich rein. So. Jetzt hat mir hier noch jemand einen Clan-Kürzel zukommen lassen. Wollen wir mal reinschauen, wenn das mir schon so einfach gemacht hat. Ich hoffe, dass er Marcel heißt. Da ist er. Weil er seinen Namen nämlich nicht reingeschrieben hat. Level 6, mit Level 60, da wäre ich ganz vorsichtig, weil ich da sagen würde, Level 60 und Town Hall 8 passt nicht ganz. Und du zeigst es auch, dass es eben nicht richtig passt. Was ganz fail ist, ist hier das Ding. Klar, es wird verteidigt. Das brauchen wir nicht drüber reden. Das ist richtig. Aber es ist relativ schnell down. Hier genau dasselbe und hier ebenfalls. Das heißt. Hier was gedroppt, da was gedroppt, da was gedroppt und dann mit Drachen zum, sage ich jetzt mal zum Beispiel, angegriffen und du bist am Arsch. Das würde ich auf jeden Fall ändern. Zieh die weiter rein und auch grundsätzlich das Base-Design ist Schrott. Das ist Schrott. Hier auch genau dasselbe. Der wird zwar, klar, er wird ein bisschen verteidigt, aber ein Magierturm ist richtig schnell down. Und von daher wirklich such dir, was für sich. Gib bei YouTube ein gutes Town Hall 8 Layout. Das nicht. Probier meins mal. Gucken wir mal rein.
Du darfst es gerne nachbauen, gar kein Thema. Wie gesagt, weil das ist. Probier das mal. Farming-mäßig. Du hast eh noch genug zu erfarmen damit. Also von daher, probier das mal. So, hauen wir mal hier noch. Haben wir jetzt Minenwerfer? Ah, Tesla wäre richtig nice. Aber erstmal die Riesenbomben hier noch. Ich hau sie. Ah ja. Ja, ich hau sie erstmal hier hin. So. Tesla wäre richtig geil. Und 200k sollte ich doch noch erreichen, dass ich da die dritte Tesla bauen kann. Aber das seht ihr nicht mehr in dem Video. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.